Ja, nee, wie lange ich den Sport schon mache? Also bestimmt schon 3 Monate. Also ich bin auf jeden Fall fortgeschritten, wenn nicht sogar Profi. Ja, ich nehme auch schon Kreatin. Also ich, den Sport jetzt, Schach, ne? Achso, Kraftsport. Ja, ich habe mich in einem Studio angemeldet, weil ich wollte denen mal zeigen, wie das da richtig geht. Ne? Teil 3 der Serie, wie erstelle ich meinen Trainingsplan? Wo stehe ich? Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil der Staffel, wie erstelle ich mir meinen individuellen Trainingsplan? Vielleicht habt ihr jetzt schon euer Ziel für euch geklärt, wo ihr hin wollt und eure Motivation, das heißt, warum ihr das überhaupt machen wollt. Und im jetzigen Teil ist es der Ist-Zustand. Wo stehe ich denn überhaupt? Ja, ich weiß schon mal, wo ich hin will, aber ich weiß noch nicht so ganz, wo ich bin. Und ganz im Ernst an die Leute, die für sich jetzt sagen, ich bin fortgeschritten. Überlegt euch, seid ihr wirklich fortgeschritten? An diejenigen, die sagen, ich bin Anfänger, das wird wahrscheinlich stimmen. Aber das sagt ja keiner von sich, ne? Jeder, der schon mal 2 Wochen beim Sport war, vielleicht 5 Videos auf YouTube gesehen hat, der denkt ja immer schon, er ist Profi. Man muss leider Gottes sagen, wenn ich jetzt für mich zurückdenke an, keine Ahnung, bummelig 15 Jahre, 20 Jahre, irgendwie sowas Kraftsport. Also davon 5 theoretisch, 15 aktiv. Also so in Summe 20. Ich mach's ja seit meinem 13. Lebensjahr. Davon waren die ersten Übungen halt einfach Grütze. Ne? Also für die Leute, die es wirklich gesehen haben, was ich gemacht habe, ich hab, oder was ich erzählt habe darüber, weil Videos, damals gab es noch gar kein Video. Da ging es halt darum, irgendwelche Bäume im Wald aufzuheben, also irgendwie abgesägte Baumstämme und irgendwie laufen zu gehen damit und so. Also so Functional Training, Military Style, was auch immer. Weil es halt einfach kein Kraftstudio gab. Ja, es gab kein Fitnessstudio. Oder bei mir auf der Ecke. War halt so. Timnocher Strand gab es das damals nicht. Oder wenn ja, war es für mich nicht affordable. Ja, ich konnte es mir nicht leisten, weil ich halt keine Kohle dafür hatte. Ja, hab dann halt irgendwann mit dem Sport halt vernünftig tatsächlich angefangen. Und selbst da hätte ich gesagt, ich bin Anfänger. Es ist einfach so. Man muss sagen, wenn ihr mich jetzt fragt, wo ich bin, viele Leute titulieren mich ja hier der Roid Guru, was weiß ich. Möglicherweise weiß ich auch das eine oder andere über Sport, aber ich würde mich niemals als Profi bezeichnen. Ich bin, wenn es hochkommt, fortgeschritten. Ja, das Problem ist an diesem Sport, man lernt immer weiter und man lernt immer weiter. Wobei es ist kein Problem, sondern es ist das Schöne. Und deswegen solltet ihr euch tatsächlich auch überlegen, seid ihr denn Profi, Fortgeschrittener oder vielleicht eher Anfänger? Und ich sage euch, wie es ist, wenn ihr keine saubere Kniebeuge hinkriegt mit Körpergewicht, also das heißt, wenn ihr 80 Kilo wiegt und ihr 80 Kilo auf der Schulter habt, dann solltet ihr euch nicht als fortgeschritten bezeichnen. Punkt. Und saubere Kniebeuge heißt in dem Fall nicht mit Schwung und hast du nicht gesehen und 3 Spottern und ne? Wissen, worüber wir reden. Also, dieser Teil, kurz gesagt, wo stehe ich eigentlich? Das ist der dritte Teil des eigenen Trainingsplans erstellen. Es ist scheiße wichtig, einfach zu wissen, wo man hin will, warum man da hin will, aber auch, wo man steht. Weil wenn das Navi euer GPS-Signal nicht findet, na, dann kommt ihr auch nicht von Hamburg nach München. Also wahrscheinlich schon, aber nicht mit dem Navi. Macht euch klar, wo ihr seid, nehmt mal die Überheblichkeit raus, guckt, wie viele Übungen kann ich, wenn ich mir jetzt, und damit meine ich nicht Fitness-YouTube, ja, damit meine ich jetzt, guckt euch Bücher an wie Kelly Starrett, Werde ein geschmeidiger Leopard oder Starting Strength von Mark Riptow oder. Es gibt so viele Bücher von Leuten, die man sagt, okay, das sind jetzt vielleicht schon so esoterische Bücher, weil das sind ja Übungen, die nutzt ja gar keiner. Ja, guckt euch einen Carsten Pfitzenreuther an, Pitfalls, ja. Im Prinzip das, wie jeder normale Mensch trainieren sollte, ja. Ohne Schwung, ohne Ego-Gewichte, ohne. Der Sinn ist es nicht, viel Gewicht zu bewegen, ja. Euren kleinen Tutsi-Penis, ja, den ihr dadurch aufbaut, weil andere Leute gucken, oh, guck mal, der macht jetzt Bizeps-Curls mit 60 Kilo oder so. Wofür habt ihr den denn? Nachher tun euch die Ellbogen weh, kriegt einen Tennisarm, dann entlastet ihr den, dann kriegt ihr einen Golfarm, dann habt ihr Probleme, Ellbogen, Schulter, Handgelenke, bla bla bla. Da habt ihr nichts von, außer, dass ihr sagen könnt, jetzt hab ich's denen gezeigt, jetzt hab ich meinen schönen Kunst mit 60 Kilo Kurzhantel. Das sind keine Kurzhantel-Curls oder Langhantel-Curls oder was auch immer soll ich nennen, das ist Schwingen. Die Leute trainieren in meinen Augen immer sehr viel Schwung, ist auch eine gute Übung. Einfach mal eine SZ-Stange in die Hand zu nehmen, das Ding richtig zu überladen, viel zu viel Gewicht zu nehmen und damit schön Waden zu trainieren. Immer schön aus der Hüfte und gib ihm, ja? Immer schön den ganzen Schwung mitnehmen. Und wichtig, Energie aus dem Boden und durch die Waden. Ich glaube, wir wissen, wo das hinführt, ist totaler Schwachsinn, Ego-Gewichte. Und solange ihr euch von euren Drecks-Ego-Gewichten nicht getrennt habt, ja, dann seid ihr Anfänger. Fortgeschrittene Athleten sagen, wirklich so wenig Gewicht wie möglich.
Ja, und trotzdem, um die, trotzdem den gleichen Reiz zu setzen, weil man die Übung einfach vernünftig ausführt, weil man die Übung abfälscht. Es gibt so, so viele Philosophien, Mentalitäten, wie auch immer man es nennen will. Lernt die. Dann könnt ihr irgendwann sagen, ja, ich weiß doch, wie ein Bizeps-Curl geht. Sorry, Jungs, ich hatte gerade letztens einen Athleten, der meinte, ja, ich habe keinen Pump mehr, ich habe keinen Kater mehr im Bizeps. Dann habe ich dem zwei, drei Übungen gezeigt, die er eigentlich gesagt hat, er macht sie richtig. Ich habe erstmal das Gewicht reduziert, habe sie ihn dann richtig machen lassen, habe mir das angeguckt, habe dann festgestellt, dass richtig vielleicht nicht dem richtig von mir entspricht, habe ihm dann das richtig von mir gezeigt. Nächsten Tag ruft er mich an, du blöder Wichser, ich kriege meine Arme nicht mehr hoch. Ich habe so einen Kater, es geht nicht mehr. Ja, was willst du machen? Es ist halt einfach so. Viele, viele Sachen, die prägen sich halt über Jahre falsch ein. Und dann ist man vom Ding her, weil man ja sagt, ja, ich bin jetzt schon x Jahre dabei, ist man vielleicht trotzdem noch Anfänger, weil man es x Jahre lang falsch gemacht hat. Also, wo stehe ich? Bin ich Anfänger? Bin ich Fortgeschrittener? Oder bin ich Profi? Profis werden sich das hier nicht angucken. Also an alle Leute, die sagen, ich will Profi sein. Ihr seid im Idealfall Oberkante fortgeschritten, aber definitiv nicht Profis. Falls Carsten das guckt, du bist ein Profi. Ja. In diesem Sinne, bleib geschmeidig.